Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis Etin. Dieses coole Teil hier ist mir in die Finger gekommen. Bei eBay habe ich das gefunden und habe eigentlich damit meinen guten Vorsatz gebrochen. Ich wollte mir keine weiteren Kameras mehr kaufen, weil irgendwie finde ich jetzt auch mal gut. Ich will ja eher fotografieren als sammeln, aber das Ding ist mir irgendwie untergekommen und es war so bizarr anzuschauen, dass ich dachte, irgendwie muss das Ding irgendwie her. Und das war nicht teuer. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 30 Euro oder bummelig irgendwie so bezahlt. Und das ist ein sehr spannendes Ding. Ich bin darüber gestolpert, weil ich die Suchwort Lomo eingegeben habe und so ein bisschen gucken wollte, was gibt es für Toy-Cameras. Manchmal findet man also ganz obskure Geschichten und da die Leute Toy-Camera mit Lomography gleichsetzen, dachte ich, ist das ein guter Suchbegriff. Und was fand ich? Dieses schöne Stück, auch eine Lomo-Kamera und zwar die Lomo Washot. Glaube ich, so spricht sich das Ganze aus, bin mir nicht ganz sicher. Wikipedia hat dazu eine lateinische Buchstabenübersetzung geschrieben, die sich liest wie Washot oder Woshot. Und wenn ich mir hier die kyrillischen Buchstaben angucke, würde ich sie ja gerne lesen. Ich hatte mal Russisch in der Schule. Aber das Logo ist so komisch gebaut, dass man die ersten paar Buchstaben gut lesen kann und dann wird das Ganze ganz klein und meine Augen geben es nicht mehr her. Also wir gehen mal davon aus, dass das gute Ding Washot heißt von der Firma Lomo. Falls es anders heißt, bitte kommentiert das mal unten. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe ein bisschen gesucht, aber das war das, was ich finden konnte. Dieses schöne Stück ist so bizarr gebaut, dass ich dachte, das zeige ich euch mal. Das Ding hat alle Knöpfe an der falschen Stelle. In Wahrheit ist das alles nicht so, wie es sein soll. Das heißt im Prinzip, der Auslöser, der hier oben sein müsste, ist nicht da. Da ist zwar ein Knopf, der ist aber nur zum Drehen. Das ist hier der kleine Knopf, mit dem man den manuellen Filmzähler einstellen kann. Das heißt, man im Prinzip, man muss das so kleine Zähnchen dran, kann man den Fingernagel drehen, dreht das Ding dann auf die richtige Zahl des Films, den man drin hat, 36 Bilder zum Beispiel, so sieht das Ganze dann aus und dann zählt das Ding runter. Mit jedem Foto geht da ein weiter runter. Das ist aber eigentlich der Ort, wo, finde ich, zumindest ein Auslöseknopf hingehört. Der Auslöseknopf hier ist hier vorne. Da ist er. Das ist auch in Ordnung, gewöhnt man sich auch dran, weil eigentlich, wenn die Kamera festhält, ist das ein guter Ort für einen Auslöser. Aber man sucht natürlich hier oben, weil man hat irgendwie diesen Griff normalerweise geübt, dass er jetzt so ist. Ist in Ordnung, muss man sich aber dran gewöhnen und muss halt erstmal ein bisschen gucken, wo die ganzen Knöpfe so sind. So, weiter geht's mit den Merkwürdigkeiten dieser Kamera. Der Film-Weiterziehhahn, der eigentlich hier hinten hingehört, auf der Rückseite, ist hier oben drauf. Das heißt, dieser komische Haifischflossen-ähnliche Plastikmupsi, den zieht man zur Seite. Das ist dann der Spannhebel und der Filmtransport in einem. Da kann man ein Bild machen und dann muss man wieder aufziehen und wieder auslösen. Also auch das eine sehr, sehr merkwürdige Designentscheidung. Dieses Ding hier, finde ich, sieht lustig aus, aber man erwartet nicht, dass das irgendwie ein Auslöse-Aufziehhahn-Spannen-Dingsbums ist. Sieht eher aus wie ja, vielleicht eine Entriegelung oder was fürs Objektiv. Ist es aber nicht. Das Objektiv selber ist fest drauf. Das kann man nicht abmachen. Es gibt keine Wechselobjektive für diese Kamera. Das ist ein 45er Objektiv, 2,8 maximal Blende. Ganz, ganz ordentlich. Ein Lomo selbst hergestelltes Objektiv. Zumindest haben sie Lomo draufgeschrieben, in kyrillischen Buchstaben in diesem Falle. Es gab hiervon zwei verschiedene Kameras. Dieses am Logo und an dem Art, wie sie Lomo vorne draufgeschrieben haben auf die Linse, erkennt man, ob es quasi die russische Heimatmarke war oder für den Export gedacht. Das gleiche Ding wurde auch in die Welt geschickt, allerdings da mit lateinischen Buchstaben. Die kyrillischen Buchstaben heißen für den Heimatmarkt. Gebaut wurde diese Kamera von 64 bis 68 und davon gibt es zumindest ist das die Datenlage, 59.000 Stück wurden davon produziert. Das heißt, in Wahrheit habe ich ein echtes Sammlerstück entdeckt. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel wert ist, aber es ist auf alle Fälle ziemlich selten. Und ich habe auch nicht wahnsinnig viel dazu gefunden. Ich habe mal bei YouTube geguckt, ob es sowas gibt. Da gibt es einen einzigen Menschen, der einen Film dazu gepostet hat mit dieser Kamera. Kommentarlos dreht er an irgendwelche Knöpfen rum und zeigt für ihren eBay-Account wahrscheinlich, dass die Knöpfe alle funktionieren und wo sie alle so sind. Das ist aber alles, was ich finden konnte. Deswegen dachte ich, mach mal selber was, wo ich dann irgendwie die Welt ohne einen Film zu dieser wunderschönen Kamera zugrunde gehen lasse. Also machen wir sie mal selber. Hier vorne ist noch was weiteres Spannendes. Das Ding hat ein Belichtungsmesser drin. Hier so eine kleine eingebaute Fotozelle. Und dazu muss man hier unten den ISO-Wert einstellen. Hier unten auf der Unterseite ist hier so ein kleines Metallplättchen mit zwei Löchern. Da kann man reingucken. Auf der einen Seite ist die DIN-Zahl. Daneben ist die ISO-Zahl, die in diesem Falle GOST heißt, wenn ich meine kyrillischen Buchstaben richtig sortiert kriege, also G-O-S-T. Wenn man das Ganze dreht, sind diese beiden Fenster miteinander gekoppelt. Und wenn man sich das anschaut, haben wir hier so ein DIN 21, wäre in diesem Falle 90 GOST, was wahrscheinlich tatsächlich die ISO-Zahl ist. Also das kommt
hin, wenn ich mich recht erinnere, an die DIN-Tabelle, die ich mir irgendwann mal angeguckt habe und versucht habe, auswendig zu lernen, danach vergessen habe, warum ich das eigentlich auswendig lernen wollte. Jedenfalls, also das ist hier sozusagen, hier unten muss man die Filmempfindlichkeit einstellen und dann hat auch dieser Lichtungsmesser eine Chance zu messen. Noch was Lustiges, das Ding ist irgendwie auch hier so an der Seite, im Prinzip da, wo man gerne mal einen Finger drauf hat, also auch keine ganz kluge Designidee. Und den Filmrückspulhahn, den man normalerweise ja so hat, hier irgendwie so zum Zurückspulen des Films, ist auf der anderen Seite. Der ist hier oben drauf, den kann man aufklappen, so, und dann kann man das Ganze hier schön kurbeln. Da ist auch ein kleiner Pfeil dran, der zeigt, in welche Richtung man drehen muss. Aber der ist so hakelig, weil man diesen kleinen Nupsi hier nicht ganz flach klappen kann, muss da so schräg, wenn man dann dreht, piekst er bei jeder halben Umdrehung in den Finger. Das ist ganz merkwürdig, also das kann ich jetzt hier nur so versuchen, euch zu demonstrieren, aber man kann einfach nicht so schnell kurbeln, wie man es normalerweise kann, sondern man muss immer so ein bisschen um die Ecke kurbeln und jedes Mal, wenn man an der Ecke angekommen ist, piekst einen dieser kleine Dorn hier oben, der als Griff funktionieren soll, in den Finger. Also da muss irgendein Designer auch ziemlich besoffen gewesen sein. Wer weiß, was der getrunken hat, der Kollege. So, nun machen wir das Ding mal auf. Ja? Hier an der Seite gibt es einen kleinen Nupsi, den zieht man hier so raus, dann geht der Deckel schön auf. Und wenn man reinguckt, sieht man was Spannendes. Zum einen hat man hier drin immer noch den Sucher. Also das heißt, dieser Deckel hier, der Kameradeckel, umfasst auch das Fensterchen, was den Sucher abdeckt. Das heißt, im Prinzip geht der Kamerarückseitendeckel über alles rüber. Das Ding heißt komplett, die komplette Kamera einmal außen rüber. Nicht nur das Ding, wo der Film reinkommt, sondern halt auch, was so zum Sucher gehört, ist auch da drin. So, und er hat ein Loch. Das heißt, das Sucherfensterchen hier ist einfach nur Metall und der eigentliche Sucher sitzt hier drin. In dem Sucher eingelassen sind kleine Framelines, wenn man durchguckt. Es ist relativ hell, ist ganz schön und es gibt eine kleine Nadel, die da drin ist, die man hin und her kurbeln kann mit der Belichtung. Das Ding muss in der Mitte stehen, dann ist das Ding richtig belichtet. Und wir sehen hier drin auch eine kleine Seriennummer, die ist hier eingeprägt. Daran erkennt man, aus welchem Jahr das Ding ist. Hier die ersten beiden Ziffern muss man sich anschauen. Die ersten beiden Ziffern sind hier 67, also aus dem Jahr 67. Das heißt, im Prinzip relativ spät in dieser Herstellungsperiode ist das Ding hergestellt worden. Bis 68 ging das Ganze gut mit der Produktion von dem Ding und 67 ist diese Kamera. Sonst sieht das da drin aus wie bei einer normalen 35mm Kamera. Diesen Ponökel hier oben zurückspulen, den kann man hochziehen. So, kommt da die Kartusche rein, Film hier rüber, da einwickeln. Das ist alles so, wie sich das gehört. Viel mehr Spannendes ist hier drin nicht zu entdecken. Zumachen. Die Blende und Verschlusszeiten hier vorne sind miteinander gekoppelt. Es gibt einen Endriegler, dass man die einzeln stellen kann. Das ist jeder Ring einzeln zu drehen hier vorne an der Linse. Aber wenn man sie quasi aufeinander abstimmen möchte, kann man quasi alles einstellen. Und wenn sich dann das Licht ein bisschen verändert, muss man nur einen Schritt weitergehen und nimmt dann quasi beide mit. Das ist miteinander gekoppelt. Ich habe das schon mal gesehen bei einer Agfa-Kamera. Das hat mich völlig wahnsinnig gemacht, weil ich einfach gewohnt bin, beide Sachen getrennt voneinander mir zu überlegen und dann einzustellen. Aber es gibt eine Koppelfunktion für Menschen, die das ein bisschen besser verstehen als ich. Und der Punkt, an dem man es einstellen muss, normalerweise erwartet man ja oben in der Mitte, also es wäre quasi diese Marker, wo man dann die Blende und die Verschlusszeit einstellen kann, gehört eigentlich oben in die Mitte. Nein, ist nicht, ist an der Seite. Es gibt so einen kleinen roten Punkt, der ist so eine Raute, die da ist. Und es ist quasi an der Seite, muss man alles einstellen. Das heißt, man kann nicht von oben drauf gucken und sieht alles, sondern muss tatsächlich die Kamera zur Seite nehmen und sie quasi hochkant angucken und von hier aus schauen, wie Blende und Verschlusszeit eingestellt sind. Auch eine merkwürdige Designidee. So, und dann gibt es noch die Variante, man muss ja noch fokussieren. Man kann hier vorne an dem Ding hier drehen. Das ist alles in Ordnung. Da gibt es auch keine wirkliche Markierung, die oben ist. Sondern muss auch hier, ich hoffe, das ist der richtige Punkt. Das scheint der richtige Punkt zu sein. Auch hier muss man sich die Raute an der Seite angucken und hat dann die Möglichkeit, auf 1 Meter zu stellen oder so auf 1,30 Meter etwa. Da ist so ein kleines Bild von einer kleinen Frau mit einer lustigen Frisur aus den 60er Jahren, so mit so seitlichen, so Jackie O-mäßig Frisur, ganz niedlich. Dann geht es irgendwie weiter in kleinen Stufen bis zu einer Gruppe von Menschen, ein Mann, zwei Frauen. Und dann geht es ja noch weiter, ein Häuschen mit einem Bäumchen und ein Unendlichzeichen. Auch hübsche kleine designte Piktogramme, die muss ich sagen, sind das Highlight dieser Kamera. Die sind wirklich mit sehr viel Liebe gemacht, das gefällt mir gut. Und sonst sind das einfach ganz normal die Meterzahlen, die man einstellen kann. Wenn man durch den Sucher guckt, sieht man allerdings nicht irgendwelche Angaben zum Thema, zum Thema Verschluss
oder Blende sieht man da drin nicht, muss man von vorne angucken und man kann auch nicht sehen, habe ich scharf gestellt oder nicht. Auch das muss ich quasi einschätzen, wie weit weg ist das und stelle das Ganze hier vorne an dieser Skala ein und kann dann im Prinzip hier nur noch gucken, wie ist die Belichtung, weil da dieser kleine Messarm drin ist und kann dann noch das Bild einrichten und kann auslösen. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die es da gibt. Die Verschlusszeiten, die hier angezeigt sind, da ist ein Bulb-Modus dabei, geht dann 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125 und 250. Also nicht irre schnell, also für Sportgeschichten nicht so richtig geeignet, aber man kann damit arbeiten, da fehlt nichts. Die maximale Blende, habe ich gesagt, 2,8 geht drauf bis 22, da kann man auch was mit anfangen. Und es gibt noch die Möglichkeit, hier einen Blitz anzuschließen über dieses kleine Sync-Kabel. Hier oben drauf ist eine Halterung für ein Blitzgerät, das ist, oder andere Accessories. Das ist aber nur ein Cold Shoe, da ist nicht irgendwie was mit elektronischer Steuerung. Das heißt, das Signal muss hier aus dem Kabelchen kommen, damit hier oben der Blitz ausgelöst wird und synchronisiert werden kann. So, habe ich irgendetwas entdeckt, vergessen, hier euch dann zu zeigen, an diesem wunderbaren Stück Sowjet-Design-Kunst. Achso, genau, es gibt noch die Möglichkeit, hier unten so ein kleines Drehrädchen einzustellen. Das ist im Prinzip der Punkt, mit dem man sich merken kann, welchen Film man eingelegt hat. Also wie gesagt, da haben sich die Russen was Lustiges überlegt damals. Eine lustige Kamera mit ganz viel schönen, eigenwilligen Ideen. Mein persönliches Gefühl ist, dass die nicht wirklich praxistauglich ist. Aber ich finde, sie ist cool, sie ist absurd, sie ist irgendwie lustig. Und ich gehe dann bestimmt bald mal los, wenn das Wetter mal ein bisschen schöner wird. Ich hoffe, dass dieser Winter endlich mal vorbei ist, wenn man einen Tag gibt, der ein bisschen länger hell ist. Weil es ist ja schön. Tagsüber scheint jetzt momentan die Sonne, tolle Sache. Aber kommt man aus dem Büro und da ist zack, Sonne weg, alles dunkel, macht keinen Spaß. Entsprechend wird ihr noch ein bisschen warten, sie fällt am Wochenende, wer weiß. Auf alle Fälle bald. Das Ding wollte ich euch aber mal zeigen, so als kleines Design-Studien-Ding. Unten drauf steht noch drauf, dass das ganze Stück hergestellt wurde in der UdSSR, also SSSR, in kyrillischen Buchstaben auch hier angegeben. Das ist hier erkennbar für den Heimatmarkt gedacht. So, das war mein kleiner Blick in meine Kamerakiste. Das Ding wollte ich euch nicht vorenthalten. Bis zum nächsten Mal, falls ihr diesen Kanal hier zum ersten Mal entdeckt und noch nicht abonniert habt oder den schon länger kennt und immer noch nicht abonniert habt, bitte seid so nett, klickt auf dieses kleine rote Abonnierschild. Und wenn ihr ganz pfiffig sein wollt, gibt es eine kleine Bimmel, so eine Glocke daneben, da klickt ihr auch drauf. Dann werdet ihr immer schön aktiv erinnert von YouTube, wenn es hier was Neues zu gucken gibt. Findet mich bei Facebook unter D18foto von der Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Moment, weiterknipsen.